Hallo und willkommen zurück zu meinem allerneuesten Video. Heute habe ich eine Review für euch von der Gingerbread Spice Palette. Die ist von Too Faced und das gehört zu deren Christmas Collection. Und diese Palette wollte ich unbedingt haben, seitdem ich die bei Trendmood auf dem Instagram-Account gesehen habe, dachte ich, die muss ich auf jeden Fall testen. Ich werde in diesen Videos zwei Looks schminken und ich werde natürlich auch alle Farben swatchen und natürlich gebe ich euch am Ende auch meine 100% ehrliche Meinung. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das sehr gerne tun. Ich lade immer mittwochs und sonntags neue Videos hoch und ich würde mich mega freuen, wenn ihr einfach den Kanal abonniert und immer mit dabei seid. Starten wir nun mit der eigentlichen Review. Die Palette liegt preislich bei 47 Euro, je nachdem, wo ihr bestellt, kann das schon mal so ein bisschen variieren und ich finde die Verpackung von außen schon mal richtig cool. Auf der Rückseite findet ihr alle Lidschattennamen und was ich bei Too Faced immer sehr cool finde, ist, dass sie so im Thema bleiben. Zum Beispiel Spice of Life oder Bake It Till You Make It. Also es passt einfach alles zu diesem Thema. Was ich auch gehört habe, ist, dass das Ganze tatsächlich nach Gingerbread, also nach Lebkuchen, riechen soll. Und da bin ich mal mega gespannt, ob das tatsächlich so riecht. Wenn man das Ganze aus der Verpackung nimmt, dann hat man hier einmal diese eigentliche Lidschattenpalette. Die haben recht viele Lidschattenpaletten, die diese Metallverpackung außen haben. Und man kriegt auch immer so ein kleines Heftchen mit, was ich ziemlich cool finde. Denn da sind immer Ideen bei, was man sich so schminken kann. Ich zeige euch das mal. Hier seht ihr dann verschiedene Looks, die man so schminken kann. Und die sehen wirklich toll aus. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich diese Looks nicht auf meinem Augenlid schminken könnte, da ich einfach so minimal Schlupflider habe. Aber die Ideen sind auf jeden Fall richtig cool. Und das ist einfach irgendwie noch so eine Kleinigkeit, die ich bei Too Faced immer cool finde. Die Palette fühlt sich tatsächlich ziemlich schwer an, wie ich finde. Die liegt schwer in der Hand. Und die Verpackung ist auch nicht irgendwie billig oder so. Und wenn man das Ganze dann aufklappt, dann sieht man hier das wunderschöne Innenleben. Wir haben wieder einen Spiegel, der aber so ein bisschen verdeckt ist von diesem Gingerbread-Männchen. Männchen-Man, Deutsch-Englisch, das ist wirklich schwierig. Ich ziehe jetzt hier mal die Folie ab. Und dann seht ihr hier den Spiegel und ich kann euch sagen, das riecht wirklich gut. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob es nach Lebkuchen riecht oder so, aber es ist nicht so penetrant wie bei manchen anderen Too Faced Paletten, denn wenn das sehr extrem ist, dann mag ich das persönlich nicht. Das ist ein sehr angenehmer, dezenter Geruch und es riecht einfach wirklich wahnsinnig lecker. Die Farben sehen auf jeden Fall auf den ersten Blick richtig toll aus. Wir haben so eine gesunde Mischung aus matten Tönen hier zum Beispiel und halt so schimmernden Tönen. Ich finde die Farbvariation tatsächlich ziemlich groß und meistens ist das auch so, dass sie ein bisschen größer ist als auf Bildern im Internet. Denn wenn man die dann in Live sieht, dann sehen die Farben doch immer etwas verschieden aus. Ich blende euch jetzt einmal die Swatches ein. Hier sind jetzt alle Töne geswatcht. Die matten Töne haben sich ziemlich gut swatchen lassen. Sie sind so mittelpigmentiert, aber schon eher auf der höheren Seite. Vor allem beeindruckt hat mich tatsächlich dieser Ton hier. Der ist wirklich toll. Was so ein bisschen problematisch war, war der letzte Ton. Der ist sehr bröselig. Ich kann mir vorstellen, dass er einfach einen hohen Glitteranteil hat und man einfach einen Glitterglue darunter verwenden muss. Ansonsten hat man bei dem Ton bestimmt relativ viel Fallout. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass diese Farbe eher ein Topper-Shade ist, denn die hat keine wirkliche Base. Insgesamt bin ich tatsächlich überrascht, dass die Swatches so eine große Farbvarianz aufzeigen, denn in der Palette sieht das Ganze etwas eintöniger aus, als die Töne dann tatsächlich hier aufgetragen. Ihr habt nun die Swatches gesehen und diesen Ton Hot Toddy muss ich auf jeden Fall benutzen. Ich werde zwei Looks schminken, beziehungsweise ich werde auf zwei Augen verschiedene Lidschatten ausprobieren, einfach damit ihr einen guten Einblick in die Palette bekommt. Als erstes preppe ich mein Lid mit dem MAC Paint Pot in der Farbe Soft Ocre. Ihr könnt wie immer auch einfach einen Concealer nehmen. Ich finde den hier aber sehr angenehm, weil er eine gute Konsistenz hat. Ich gehe hier immer mit meinem Finger einfach rein und dann tupfe ich mir das einmal aufs Lid auf. Ich persönlich bin ja schon fast richtig im Weihnachtsfieber im Moment. Allerdings ist die Temperatur nicht gerade hilfreich, um so in die Weihnachtsstimmung zu kommen. Ich habe mir aber tatsächlich schon so einen kleinen Plastiktannenbaum gekauft, den ich demnächst schmücken werde. Und die Palette ist natürlich auch echt weihnachtlich und da kann man vielleicht auch noch etwas mit Lidschatten in die Weihnachtsstimmung kommen. Ich habe mich hier übrigens ein bisschen gekratzt irgendwie, ich weiß nicht genau wie. Also falls da irgendwie Lidschatten dran kleben bleibt oder das hier so ein bisschen unebenmäßig ist, dann liegt das nicht am Lidschatten, sondern an mir, nur so zur Info. Starten wir nun mit der ersten Farbe und zwar gehe ich in Powdered Sugar, um mir den Paint Pot einmal zu setzen. Die Farbe ist auf jeden Fall tatsächlich ganz gut pigmentiert, dafür, dass sie so hell ist und ich hatte bisher auch keine Probleme. Als erstes gehe ich jetzt in Figgy Pudding und das gebe ich mir einmal in die Crease. Das ist ja ein recht heller Ton, aber ich möchte einfach, dass man ihn so ein bisschen nachher unten sieht und den gebe ich mir auch tatsächlich ziemlich hoch und bisher gefällt er mir gut.
Als nächstes gehe ich jetzt in Gingerbread Latte. Der ist so ein bisschen bröselig im Pen, aber nicht schlimm, ich bin gespannt. Den gebe ich mir jetzt auch einmal noch in die Crease, aber halt nicht ganz so hoch wie die Farbe davor. Okay, der ist auf jeden Fall ganz gut pigmentiert. Ich gehe hier wirklich immer nur ganz leicht mit dem Pinsel in den Pen, damit ich so wenig Produkt wie möglich auf einmal aufpicke. Denn dann ist es halt viel einfacher, nachher den Lidschatten zu verblenden. Und wenn Lidschatten halt recht gut pigmentiert sind und man sich das sofort so aufs Auge stempelt, dann ist es oft schwierig, das wieder wegzubekommen. Die Farbe gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Das ist so ein richtig schönes, ja, Vollmilchbraun, also so Vollmilchschokoladenbraun. Und der Ton hat sich auch richtig gut verblenden lassen. Um das Ganze jetzt tatsächlich ziemlich dunkel zu machen, gehe ich in Reindeer Paws. Und auch der bröselt hier im Pen, aber jetzt nicht schlimm. Also es landet nicht irgendwo, sondern auf meinem Pinsel. Und das gebe ich mir jetzt auch in die Crease wieder. Die matten Töne sind schon recht pudrig, wie ich finde. Und ich habe so minimal Fallout, aber echt nicht viel. Und man muss einfach nur aufpassen, dass man halt nicht allzu stark in den Pen geht. Und dann lassen die sich auch eigentlich ziemlich gut verblenden, wie ich finde. Ich mache mir jetzt so eine kleine Cut Crease mit dem All Nighter Concealer von Urban Decay. Ich mag den Concealer nicht besonders gerne, aber für so Cut Creases ist er gut, weil er halt sehr schnell trocknet und auch eine sehr dickflüssige und deckende Textur hat. Ich gehe jetzt mit so einem kleinen Pinsel rein, der so ein bisschen abgerundet oben ist. Und dann gehe ich einmal hier rein. Wichtig ist, dass ihr wirklich die Spitzen vom Pinsel dann tatsächlich in Concealer drängt, denn das ist nachher die Linie, die ja schön werden soll. Jetzt gehe ich endlich in Hot Toddy. Auf die Farbe freue ich mich ja schon die ganze Zeit. Und die gebe ich mir einmal auf den Concealer auf. Wow, also die Farbe ist wirklich intensiv, dafür, dass ich den Pinsel nicht eingesprüht habe und auch sonst nichts damit gemacht habe. Also die Farbe ist wirklich toll, vor allem weil die hier pink wirkt und außen so, ja, gelb, wie so ein Sonnenuntergang. Das heißt, man spart sich sogar Arbeit, weil man tatsächlich nur einen Lidschatten aufgeben muss, um diesen tollen dreidimensionalen Effekt zu bekommen. Ich gebe mir jetzt fix noch die Farben Gingerbread Latte und Reindeer Paws auf den unteren Wimpernkranz. Ich habe jetzt mittlerweile schon so ein bisschen Fallout hier gesammelt. Ich versuche das mal so wegzufegen. Ja, es funktioniert, es bleibt aber so ein bisschen kleben. Als letztes auf dieser Seite gehe ich jetzt noch in Spiked Eggnog. Und das gebe ich mir jetzt einmal in die Inner Corner. Und auch noch so minimal hier oben drauf. Und was ich jetzt noch für diese Seite mache, ich gehe einmal in Gumdrop mit so einem ganz, ganz feinen Pinsel und gebe mir das wirklich nur hier in den vorderen Teil. Das ist einmal Auge Nummer 1 und es gefällt mir ziemlich gut. Es sieht noch so ein bisschen komisch aus, weil ich halt keine Wimpern drauf habe und auch keine Wimperntusche. Aber ich mache jetzt erstmal das zweite Auge, um noch so ein paar Töne auszuprobieren. Als erstes gehe ich in die Farbe Gingerbread. Das ist ja auch wieder so ein Braunton wie eben auch Gingerbread Latte und Reindeer Paws. Aber es ist so ein bisschen mehr ins Warme rein. Das wird generell eher ein wärmerer Look. Die Farbe ist minimal fleckig. Also man muss bei diesen matten Lidschatten auf jeden Fall aufpassen, dass man wirklich nicht so viel nimmt und das Ganze dann so ein bisschen schichtet. Dann funktioniert es auch sehr gut. Ich glaube, ich habe hier einfach ein bisschen viel auf einmal genommen. Als nächstes gehe ich in dieses richtig knallige Orange. Spice is nice. Die Farbe ist wirklich gut pigmentiert für ein Orange. Ich blende die jetzt mal noch so ein bisschen aus. Und dann gebe ich nochmal etwas Pigment drauf, um zu gucken, wie orange man das Ganze gestalten kann. Es ist schon sehr braun für ein Orange irgendwie, aber es ist eine schöne Farbe, es macht das Ganze etwas tragbarer. Jetzt gehe ich nochmal in die Farbe Gumdrop, weil ich einfach finde, dass dieses Orange und das Pink zusammengehören. Und das gebe ich mir jetzt einmal auf das bewegliche Lid und noch so ein bisschen in die Crease hoch.
Die Farbkombi finde ich richtig toll. Ich bin immer noch nicht so hundertprozentig zufrieden mit dem, wie sich das hier hat verblenden lassen. Aber es ist jetzt nicht schlecht oder so. Es ist einfach sehr perfektionistisch von mir, das jetzt hier so zu kritisieren. Jetzt kommt Figgy Pudding und das ist so ein sehr schönes Lila. Das gebe ich mir hier in den äußeren Teil. Ich sehe jetzt nicht allzu viel davon, aber ein bisschen. Die Farbe ist jetzt nicht so stark pigmentiert. Finde ich persönlich nicht ganz so schlimm, weil wenn es ein sehr dunkler Ton wäre, dann ist es oft sehr schwierig, den wieder zu verblenden. Aber er harmoniert einfach sehr gut mit dem Orange und dem Lila. Next ist Auburn. Und das ist so ein sehr schimmriger Ton. Ich kann mir vorstellen, dass man den ansprühen muss, damit er einem nicht überall landet. Ich gebe mir den jetzt hier so in den Außenwinkel auf. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Also so mit dem Pinsel funktioniert das auf jeden Fall nicht. Ich gehe jetzt mal mit meinem kleinen Finger in die Palette rein. Also ist der erste Ton, der mir einfach irgendwie nicht gefällt. Er sieht einfach irgendwie nicht gut aus. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht noch mit einem Glitterglue funktionieren würde. Aber es sieht einfach irgendwie aus wie der matte Ton und der ist irgendwie ein bisschen unnötig. Was ich auch unbedingt noch ausprobieren möchte, ist Spice of Life. Das ist so ein Grün-Gold, also es ist schon mehr Grün als Gold. Auch den sieht man jetzt nicht so toll. Ich gehe jetzt nochmal mit meinem kleinen Finger rein. Okay, das hat besser funktioniert. Ich kann mir diesen Ton auf jeden Fall gut vorstellen. So übers ganze Lid verteilt, jetzt in der Kombination mit dem anderen, was ich auf dem Auge habe, nicht unbedingt. Aber wie gesagt, es geht in dem Video vor allem darum, euch einfach möglichst viele Töne aus der Palette zu zeigen. Ich mache mir jetzt noch schnell den unteren Wimpernkranz mit Spice is Nice und Gummy Drop. Kommen wir nun zum Final Fazit von der Palette. Würde ich euch den Kauf empfehlen, ja oder nein? Und das Packaging bekommt auf jeden Fall eine 1+ von mir. Ich finde die Verpackung wirklich toll. Der Spiegel könnte vielleicht minimal größer sein, aber ich persönlich würde bei dieser Palette jetzt den Spiegel auch nicht unbedingt benutzen, es sei denn, es ist wirklich gar nichts anderes da. Bei den Farben ist es so, dass die Looks alle sehr gleich am Ende aussehen werden, denke ich. Ich habe hier wirklich verschiedene Farben benutzt, aber es sieht trotzdem recht ähnlich aus. Man muss auf jeden Fall Pink und Orange mögen und dann ist die Palette auf jeden Fall das Richtige für einen. Die Farben sind ziemlich gut pigmentiert und die haben sich auch gut verblenden lassen. Es ist so ein bisschen minimal fleckig hier geworden, aber es war jetzt nichts Schlimmes oder so. Was mir absolut nicht gefallen hat, ist dieser Farbton und ich denke, dass dieser hier auch eher schwierig werden wird. Das heißt, wenn ihr die Palette wegen diesen zwei Farbtönen kaufen würdet, dann würde ich euch das auf jeden Fall nicht empfehlen. Insgesamt kann ich euch die Palette aber auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das Geld dafür übrig habt. Es ist wirklich was, was so ein Sammelstück ist, was man einfach irgendwie stundenlang anstarren kann und es riecht auch wirklich gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!